Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist es Reiter und wir sind in Folge Nummer 46 von Oxygen Not Included. Ja, ich habe letztes Mal gesagt, hier da mit dem Strom, das läuft nicht, weil hier der kleine Transformator nicht auf Land steht. Das habe ich dann beim Kontrollieren gesehen. Und hier unten wird ja einiges nicht voll. Da habe ich dann nach hier unten geschaut. Nee, wahrscheinlich ist die Last dahinter zu hoch, dass das passiert, ne? Dann müssen wir mal schauen nach dem Intro, wie das da weitergeht, ne? Bis gleich. So, dann gucken wir da mal rein. Ach so, wir hatten noch hier verhungernde Leute, ne? Das hat ja der Mordor geschrieben. Das ist erstmal wichtiger. Wir müssen gucken, warum gibt es hier nichts zu essen. Wir haben 45.000 Prioritätenernährung. Lass mal sofort wieder irgendwas hier essen. Die können erstmal Dornbeeren essen, ne? Die sind hier verboten gewesen, oder was? So, jetzt holen die sich alle Dornbeeren und dann ist das mit dem Verhungern auch vorbei. Ich weiß gar nicht, warum die gesperrt waren. Zwei sind nur am Verhungern. Die kommen da gerade bestimmt, oder? Nee. Wer sind die beiden, die jetzt am Verhungern sind? Das ist schon ein Miesbett. Miesbett hat aber wie viele Kalorien noch? 661, das sollte wohl noch reichen. Und die zweite Person. Oh, Miesbett, du musst jetzt erst essen und nicht irgendwo rumrennen. Was macht Niesbett jetzt? Hier ist zu, das geht schon mal gar nicht. Warum geht die jetzt da hoch? Wer ist denn die zweite Person, die am Verhungern ist? Frankie? Frankie hat noch 520 Kalorien. Vielleicht solltet ihr euch erst ums Essen kümmern, Leute. Mach mal Mehl aus Auto rein, ne? Verhungern tut jetzt nur noch einer. Und das ist Niesbett, die gerade keine Luft kriegt. Jetzt muss die mal gucken, dass die sich was zu essen holt. Das kann ja nicht so schwer sein, Niesbett. 500. Ich glaube, sie holt sich gerade was an. Dieser rote Balken ist schon weg. Das heißt, sie hat den Auftrag und dann wird sie auch was essen. Dann ist alles gut. Ah, super. Kalorien gehen hoch, alles ist gerettet. So kann es gehen, ne? Da müssen wir aufpassen. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, warum die Dornbeeren hier... Wahrscheinlich, weil wir hier die Knorpelbeere haben. Die gegrillt ist. Aber es grillt ja keiner, weil da hinten der Stingens aus ist. Strom nicht lieb wahrscheinlich hier oben, ne? Dann werden wir doch mal schnell hier zwei Ziegel setzen, damit der Transformator ordentlich sitzt. Ah, warte mal, da sind Dingens hier gesetzt worden. Dann wollen wir das da auch mal machen. Und zwar machen wir das dann so, dass wir jetzt... Ach, die Prio habe ich glaube gar nicht richtig gesetzt. Ne? Machen wir mal hier 7 raus. So, Strom ist genug da, wie wir sehen. Der ist schon angehalten. Hier haben wir... Ach so, weil wir hier noch irgendwo... Da haben wir noch ein Dingens, wie heißt es? Einen Dampfschlot, den wir vielleicht mal bearbeiten wollen. Ja, erstmal sieht es doch gut aus, oder? Jetzt geht das gleich auch mit dem Strom wieder, würde ich sagen. So, jetzt ist das verschwunden. Jetzt sind hier nämlich wieder die Möglichkeiten gegeben. Und wir wollten die Knorpelbeere haben. Das war unser Problem. Deswegen würde ich jetzt gerade die Ernährung wieder mal rausnehmen. Weil dann können die nämlich die Knorpelbeere essen. Die ist ja dann gegrillt, die Dornbeere. Die ist ja viel effektiver, glaube ich. Und wer kocht?
Melos ist reingekommen. Jetzt wird noch der Melos geliefert. So, erster Eindruck ist gut, oder? Forschung läuft nicht. Forschung machen. Nahrung ist alles bis auf das. Bin ich jetzt hier für den Ofen? Gasherd nicht so. Da muss ich kein Gas dafür gerade. Erdgas, Ölraffinerie und Petroleum haben wir, glaube ich, nicht. Minigaspumpe, Miniflüssigkeitspumpe brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Hier sind wir schon so weit. Hier haben wir die Dampfturbine. Dann müssten wir mit der mal arbeiten dann. Okay. Was haben wir hier? Förderschienenbelader. Okay, das ist Fördertechnik. Was haben wir hier noch? Glasschmiede, Bunkerziegel und Bunkertür. Künstliche Freude, Sweepy Dog. Und hier ist der Roboterwerkzeug, das Minenroboter. Der ist natürlich auf einer gewissen Weise sehr cool, ne? Hammer. Automatisch. Krankheitsdiagnosegeschichten, ne? Strömungs- also Surf-Simulator, okay, da wird die Dingens verbessert. Espresso-Maschine auch für die Duplikanten. Trinkwassersprudler, okay. Sieht gerade so aus, als ob wir schon ziemlich gut hier sind, ne? Nur die Gatter hier, ne? Was haben wir hier? Weltraumscanner, okay. Was haben wir hier? Transitrohreingang, okay, das ist dann schnelle Beförderung. Dafür müssten wir unsere Basis erstmal größer haben. Ich glaube, wir machen mal hier weiter. Und ja, da haben wir erstmal was. Hier können wir reingucken noch. Schauen wir mal, wer ein Update hat. Verbesserte Landwirtschaft. Sie kümmert sich um den Pufflet, der da ausgebrütet wird. Ja gut, die Tür ist zu. Ich wollte gerade sagen, wenn die Tür natürlich offen ist, dann kann er da zurück, aber dann passt das schon. So, nee, doch, war richtig. Und dann nochmal fertig, kann Duplikanten. Und siehe, Joshua hat gar keine Mütze auf. Kriegt erstmal die auf. Ich glaube, das ist schon gut, ne? Ellie hat schon das auf. Frankie, verbessertes Basteln, ist, glaube ich, auch richtig. Joshua hatten wir schon in Bau 2. Lindsay. Ja, ich glaube, das ist schon die beste Mütze, die die aufhaben kann. Nisbet. Ja, das passt so. Grillen 2, okay. Und Stinky ist schon der Top-Forscher. Ne? Ja, können wir so lassen. Okay. Das haben wir gecheckt. Jetzt müssen wir nur weiter. Werwerfer verhungert und niemand. Okay. Forschung abgeschlossen. Das können wir mal ja durchklickern. Da und jetzt wieder da und jetzt wieder da und ne, nicht da. Wo fehlen Ressourcen da? Ja, müssen wir mal gucken. Wie ist es denn mit dem Essen? Hier geht ja schon mal was voran, aber hier, die sind ja falsch eingepflanzt, ne? Keinen Samen verfügbar, okay. Dann müssen wir gucken, dass wir die kriegen mal. Hier können wir definitiv gerade mal das weitermachen. Ja, ist schon richtig so, lass mal so. Dann können wir das abbauen. Wofür habe ich das? Achso, für den, der, dass das da drin ist, unter Wachser. Müsste Oxylit drin sein, oder? Und Bleichstein auch noch, aber Oxalit ist vor allem drin. Gut.
Ach so, die Rutsche, die ist mir letztens aufgefallen. Die müsste man eigentlich noch ein bisschen umbauen, ne? Aber das geht hier gar nicht. Ja, sie ist aber auch schon ein gutes Stück nach oben. Den Tisch, den müssten wir verrücken, ne? Hier sieht es mit Joules-mäßig 1000 aus, okay. Warte mal, hier war ja was falsch am Laufen. Das können wir jetzt mal nachgucken, ne? Strom war hier, Overlay, und er ist immer noch. Das heißt, die Last dahinter ist zu groß. 120, ich weiß nicht, wie viel das ist. Vielleicht ist das 60, ich weiß es aber nicht. Dann wäre das auch 60, sind 120, sind 360, 480. Ja. Weiß nicht, wie viel die Lampe hat. Kann man leider schlecht erkennen. 10 Watt hat die nur. Wieso zeigt er mir das Kabel an? Ach so, weil ich jetzt im Stromdingens bin, ne? Deckenlampe. Ach, hier sind sie aufgeschlüsselt, oder wie sehe ich das? Brutschrank 240. 360, 480, 500, 680. Okay. Ist auch gerade auf 1000, ne? Kommt also bestimmt drauf an, ob da irgendwas läuft oder nicht läuft, ne? Ja, spannend. Okay, werden wir sehen. Was haben wir hier für Möglichkeiten? Wo ist, ja, Dorn ist nicht da. Das ist schlecht. Warum ist hier eine Rutsche? So, wir wollen auf jeden Fall, haben wir ja hier oben schon die Richtung eingeschlagen, nach da oben schauen. Und gucken, was es hier Neues gibt. Hier gibt es Algen. Wie sieht es denn hier so mit Keimoverlay aus? Da ist erstmal noch nichts Schlimmes. Das heißt, wir können da eigentlich auch weiter hochgehen. Gehen dann aber einen Schritt nach da, denke ich mal. Gerade abgespeichert. Unbekannt. Leiter. Und dann müssen wir da noch zwei rausgraben, ne? Dann sollte das funktionieren. Mit dem weiter hochkrabbeln. So. Ich ziehe mal hier gerade die Mauern rein. Die Mauern nicht, sondern ihr wisst schon, was ich meine. Ich würde hier gerne auch drei Felder freilassen. Wegen Abzug und so, ne? Das wäre wieder richtig. So wäre auch richtig. Ist das so richtig? Ja. Dann können wir auch so machen, ne? Dann passt das schon mal sozusagen. So, hier machen wir nichts, weil es da weiter hoch geht. So, da haben wir schon mal das vorbereitet. Da gibt es noch eine Rutschestange, die können wir dann da auch noch machen, damit es dann auch schneller vielleicht da hoch geht. Das muss noch umgearbeitet werden, okay. Ja, dann würde ich aber sagen, machen wir das von der anderen Seite zu. So, ist hier schon was ausgewählt, Ziegel. Ah ja. Das bedeutet. Bau mal auf dieser Seite eine Leiter hin, damit die da rumgehen, damit er hier drinnen bleibt.
Passt erstmal, oder? Hungrig ist der natürlich. Magmatit ist hier. Das Phosphorit ist da. Sieht erstmal soweit alles gut aus, oder? Aha, da kommt schon jemand und baut da, damit das weitergeht. Wie ist es, hatten wir doch hier täglich von den Anzeiger. Was war hier? Ne? Wie viele Aufgaben haben wir denn hier so? Wo sind die Aufträge? 80 und 57. Netto haben wir noch 23. Okay, das geht eigentlich, ne? So viel ist es dann nicht. So, 2, 4 Schlafgemächer. Lass mal gerade temperaturtechnisch gucken. Geht hier oben, hier ist schon ziemlich warm, ne? Aber warm war, glaube ich, kein Problem für die Dupes, ne? Oder wie war das? Wir haben hier schon mal ausgearbeitet, aber warm werden wir hier auch. Ja, durch die Isolierung müssten wir da weiterarbeiten mit. Vielleicht sollten wir das mal so machen, ne? Dass wir hier isolieren, weil hier haben wir eine warme Geschichte. Kann man hier noch was anderes machen wie die Dinger? Nee, ne? Nö. Okay. Dann lassen wir das mal erstmal bauen. Und hier vorne können wir noch was weggraben bis dahin auf jeden Fall, würde ich sagen. Und hier müssten wir noch das wegmachen, ne? Ja, wird schwierig, aber kriegen wir schon hin. Die Rutschestange wird auf jeden Fall hier schon mal sehr schön weitergebaut. Dann können die auch schneller von da oben wieder zurück, wenn sie hier was gemacht haben. Das geht erstmal. Hier unten wird geerntet. Ist denn hier überall was drin? Ja, sieht so aus, aber zu wenig Möglichkeiten zum Wachsen hier, ne? Wächst. Luftdruck das Problem, okay. Da sind noch 2 Felder, die können da mal weg. Und hier haben wir auch genug. Aber Luftdruck wahrscheinlich, ne? Oder? Luftdruck, ja. Oh, guck mal, jetzt fertig. Ach so, das hatte der Mordrak auch geschrieben. Wir müssen so einen Aussetzer haben, ne? Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Station war da hierbei. Nee. War unter Nahrung, ne? Tieraussetzer. Sonst wohnt er da immer, sagte Mordra. Macht er mal auf 7. Gut, dann würde ich mal sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.